Grüß euch Leute, herzlich willkommen zum letzten Video von mir im Jahr 2017. Heute das Silvester-Special und es ist weniger ein Special als vielmehr, was euch nächstes Jahr bei mir auf dem Kanal erwartet. Falls meine Haare übrigens ein bisschen seltsam ausschauen, ich habe gerade erst geduscht und die trocknen jetzt noch, also sollte das strange aussehen oder irgendwie mit dem Greenscreen hinter mir interferieren, dann tut mir das leid, aber dagegen kann ich jetzt leider nichts machen, weil ich nehme das Video hier jetzt gerade am 31., an dem Tag, wo ihr es auch wahrscheinlich sehen werdet, hoffentlich, also im Sinne von, dass ich es da auch hochlade, nehme das jetzt hier in der Früh auf und muss das dann auch bald mal rendern und dann kann ich jetzt nicht warten. Was auch bedeutet, dass ich das Video hier relativ kurz halten muss. Und zwar, zum einen wünsche ich euch natürlich einen guten Rutsch ins Jahr 2018. Und kommen wir zu dem, was ich sagen wollte. Und zwar einige auch recht coole Ankündigungen fürs Jahr 2018. Fangen wir mal damit an, dass ich 800 Abonnenten jetzt geknackt habe. Und als nicht Special, also ich habe mir überlegt, ein Special dafür zu machen, aber zum einen habe ich das jetzt dann schon, ich glaube es war im November, als ich die 800 Abonnenten überschritten habe, oder sogar schon im Oktober, Ende Oktober glaube ich, auf jeden Fall. Naja, ich habe da in der Zeit keine Zeit gehabt. Ja, keine Zeit in der Zeit gehabt, ja. Auf jeden Fall, ich hatte keine Zeit, ein Special zu machen. Und aus diesem Grund habe ich mir was anderes überlegt. Und zwar, ich habe hin und wieder, oder relativ häufig sogar, Fragen bekommen im Sinne von, wann ich mal wieder live streame und so weiter und so fort. Und da gibt es jetzt eine besondere Ankündigung. Und zwar, ab dem ersten Samstag im Jänner, und zwar am 6. Jänner ist es. Ab 6. Jänner gibt es jeden Samstag, ab Freitag, sorry für die Missinformation, aber ab dem 5. Jänner gibt es jeden Freitag ab 19 Uhr einen Livestream. Und zwar zumindest einmal bis in den Sommer. Ich versuche wirklich jeden Freitag wirklich um 19 Uhr pünktlich Livestream für wahrscheinlich so an die 2 Stunden. Und zwar gibt es dafür mehrere Gründe. Das 800 Abonnenten ist ein Grund. Zum anderen habe ich mir gedacht, ich hätte mal wieder auf sowas Bock. Und zum anderen gibt es jetzt in nächster Zeit und jetzt auch in der Vergangenheit einige Spiele, die ich gehortet habe, sage ich mal, die ich spielen wollte, also Let's Playen wollte, wo ich aber einfach nicht die Zeit dazu hatte und wahrscheinlich auch mit den vielen neuen Releases in nächster Zeit auch nicht dazu kommen werde. Und da ist ein Livestream doch ganz gut. Ich weiß noch nicht, ob ich die Livestreams dann auch, wenn dann überhaupt, uncut, also die ganzen 2 Stunden wahrscheinlich auch hochladen werde dann am Wochenende, wenn ich am Freitag livestreame, vielleicht dann am Samstag oder am Sonntag. Schauen wir mal. Dann, apropos, beginnen wird es am 5. mit dem Resident Evil 7 DLC. Ich glaube, es heißt Not a Hero oder so in die Richtung. Ja, das wäre mal die erste Ankündigung. Zum zweiten dann, und zwar, ich habe jetzt meinen Twitter-Account wieder reopened, beziehungsweise ich bin da jetzt wieder ein bisschen aktiver, höchstwahrscheinlich. Ich werde Sachen zu folgen, twittern und so weiter. Also, wenn ihr mir auf Twitter folgen wollt und es vielleicht sharen wollt, wenn ihr mir den Gefallen tun wollt, dann bitte ich darum. Es ist ganz einfach @thesnipermajor, wie auch der Kanal heißt. Ich hoffe, ich sage da nichts Falsches. Falls ihr darunter nichts findet, dann schaut mal @thesnipermajor. Aber ich glaube sehr stark, es ist @thesnipermajor. Gut, und dann kommen wir auch schon zum dritten der ganz großen Punkte, der neuen Punkte für 2018. Und zwar, ich werde wieder Sonntags-Specials machen. Ich habe die ja jetzt
eigentlich das ganze Jahr 2017 nicht gemacht, oder den Großteil zumindest. Aber ich habe mir überlegt, ich werde wieder am Sonntag ein in etwa einstündiges Video bringen. Und wie damals mit Risen 3 werde ich da jetzt auch einmal anfangen damit, ein großes Let's Play über mehrere Sonntage zu spannen. Und zwar fangen wir am 7. müsste das dann sein. Sekunde, ich habe hier den Kalender nebenbei. Den 7. Sonntag, den 7. Jänner 2018 werden wir anfangen mit The Witness. Vielleicht kennt der ein oder andere das. Es ist ein Rätselspiel, so ein Puzzlespiel. Soll sehr gut sein, relativ hart, relativ anstrengend fürs Gehirn. Und ja, ich denke mal, das wird sehr interessant sein. Ich wollte ehrlich gesagt erst Alex oder wieder, ja, ich glaube, es heißt Alex oder heißt Elex oder ich weiß nicht, wie es heißt, auf jeden Fall das neue Piranha Bytes Spiel spielen, aber dann habe ich relativ viel Negatives gehört und das Setting gefiel mir auch nicht so gut, also habe ich dann gesagt, nee, ich spiele mal The Witness, ich wollte schon immer mal ein Puzzle-Spiel Let's Playen, bis jetzt ist nie dazu gekommen, habe mir gedacht, fangen wir damit an, ja. Das wird Sonntag-Special und danach schauen wir mal, wo es hingeht, wenn The Witness fertig ist. Ja, das wären auf jeden Fall die drei ganz großen Änderungen. Livestream, Twitter und Sonntag-Special. Und jetzt kommen wir noch zu einer kleinen Info, was für Projekte euch denn nächstes Jahr bei mir erwarten. Ja, This War of Mine, Life is Strange Before the Storm und The Dragon Cancer sind jetzt mit Ende dieses Jahres alle abgeschlossen. Das heißt, wie immer gibt es ab morgen dann direkt schon, ab dem 1. einige neue Let's Plays. Eventuell schaffe ich es erst, schaffe ich es morgen nur ein Video rauszubringen und nicht zwei. Da muss ich schauen, wie es zeitlich bei mir funktioniert. Aber grundsätzlich gibt es mal wieder zwei Projekte, einmal Hauptprojekt-Slot, einmal Projekt-2-Slot und dann halt jetzt auch das Sonntags-Special, was ich jetzt einmal nicht dazu zähle. Und zwar, Spiele, die ihr auf jeden Fall im Jänner erwarten könnt, ist Getting Over It with Bennett Foddy. Vielleicht sagt dem einen oder anderen das was, ist so ein bisschen ein Rage-Game. Ja, eigentlich ist es ein Rage-Game und aus dem Grund werde ich da auch Facecam dazu machen, ganz einfach, damit ihr das seht, wie ich rage. Dann Her Story, das ist ein bisschen älteres Spiel schon was, aber ich mir seit damals gesagt habe, irgendwann möchte ich das spielen und ich möchte es auch Let's Playen. Und jetzt habe ich Anfang Jänner mal die Zeit dazu. Und dann kommt ab 19. Jänner Ni No Kuni 2 Revenant Kingdom raus. Und da bin ich schon sehr gespannt drauf, was das wird. Ich habe den ersten Teil ja Let's Played. Wenn ihr euch das nicht angeschaut habt, ihr habt die nächsten 19 Tage Zeit, glaube ich, 140 Folgen zu schauen. Also da könnt ihr euch schon mal ranhalten, wenn ihr das alles schauen wollt. Aber ich bin wirklich sehr gespannt auf Ni No Kuni 2 und das ist auf jeden Fall ein Must-Let's Play und ein Must-Play grundsätzlich für mich. Ja, ich nehme euch mal wieder mit und das war so prinzipiell mal der Hauptprojekt-Slot und Ni No Kuni 2 wird sich dann wahrscheinlich bis April oder vielleicht sogar Mai ziehen. Schauen wir mal, wie lang das Spiel im Vergleich zu Ni No Kuni 1 wird. Dann im Projekt 2 Slot könnt ihr erwarten Edith Finch oder der vollständige Titel heißt What Remains of Edith Finch. Das ist so ein bisschen wie auf die Art damals The Vanishing of Ethan Carter, also auch so ein bisschen Indie, mehr Exploration und viel auf Story und so Sachen uncovern. Ich weiß nicht genau, wie das Spiel ist, aber ich habe mir nur Gutes sagen lassen und von daher, eigentlich wollte ich das jetzt zu Weihnachten bringen, aber hat sich dann mit Life is Strange Before the Storm nicht richtig gut ergeben und The War of Mine war dann auch länger, weil ich krank war. Auf jeden Fall spielen wir das dann. Und im Anschluss an Edith Finch, vielleicht kommt das noch im Jänner, vielleicht erst ab Februar, spielen wir dann Nioh. Das Dark Souls-ähnliche Spiel, was ihr euch gewünscht habt, als es Anfang 2017 rausgekommen ist. Ich bin mal wieder ein Jahr zu spät.
wie so häufig. Und dann, das muss ich schauen, das werde ich irgendwann einstreuen in Ni No Kuni 2 und Nioh. Schauen wir dann, wann es released. Natürlich Life is Strange, das letzte Life is Strange Paket von Before the Storm, und zwar das Farewell oder Leb wohl DLC zu Before the Storm. Ich bin mir nicht sicher, wann das rauskommt. Ich glaube, es soll Februar oder März rauskommen. Also irgendwann da in dem Dreh wird dann auch das letzte Life is Strange von mir kommen. Zumindest bis Life is Strange 2 rauskommt, was ich hoffe, dass irgendwann tun wird. Aber ja, gut. Ja, dann grundsätzlich noch ein paar andere Spiele, die euch im Laufe des Jahres 2018 erwarten. Aber erstmal beginnen wir mit zwei oder drei Spielen, besser gesagt, die euch auf jeden Fall, die halt auch 2018 erscheinen, aber ich garantiert nicht Let's Playen werde. Aus verschiedenen Gründen, da wäre zum einen Shadow of the Colossus, die Remastered-Version für PS4. Ich finde ganz ehrlich, das ist einfach nur Geld abzocke, weil das soll wieder 80 oder 60 Euro kosten. Für ein relativ kurzes Spiel, was auf PlayStation 3 immer noch okay ausschaut. Also ist jetzt nicht wie Resident Evil oder so, wo ich das HD Remaster halt aus einem Grund gespielt habe. Ja, also das könnt ihr nicht erwarten. Außerdem Metro Exodus, weil ich 2033 und Last Light nicht gespielt habe. Vielleicht spiele ich das irgendwann mal. Ich lese im Moment gerade lustigerweise die Bücher. Also vielleicht kommt das irgendwann mal, aber definitiv nicht bei Release und wahrscheinlich auch nicht 2018. Und dann Red Dead Redemption 2, weil ich den ersten Teil nicht gespielt habe. Und um das Spiel tut es mir wirklich leid, weil der erste Teil soll wirklich der Hammer sein. Und naja, aber gut, Rockstar Games und ich sind scheinbar keine Freunde, weil ich wollte auch immer mal GTA Let's Playen und bin halt nie dazu gekommen. Ja, gut, dann weiter. Spiele, die ihr allerdings 2018 auf jeden Fall erwarten könnt. Ob im Stream, im Livestream oder als Let's Play, weiß ich nicht. Eine Initiative mehr für euch, jeden Freitag um 19 Uhr zumindest mal kurz reinzuschauen, was da gespielt wird bei meinem Livestream, sind das This War of Mine, ein zweiter Durchgang mit The Little Ones, wo wir schauen, dass wir zumindest einen Kind-Survivor bekommen. Also wir starten halt so lange das Spiel, bis ein Kind-Survivor in der Gruppe ist. Dann, und da muss ich gleich sagen, das weiß ich nicht, ob ich das überhaupt außerhalb vom Stream spielen werde, aber irgendwann möchte ich im Stream spielen PUBG, also Players Unknowns Battlegrounds, sobald sich durch Patches oder so Internetverbindungen verbessern, weil die Steam Reviews in letzter Zeit sind nicht gut genug, dass ich mir das kaufen wollen würde, zumindest im Moment. Dann kommen wir zu den ganz großen Sachen, und zwar The Last of Us Part 2. Es soll angeblich Ende 2018 rauskommen, steht auf manchen Seiten, manche sagen erst 2019, wenn es 2018 rauskommt, ich lasse alles stehen und liegen und nehme zwei volle Tage nur The Last of Us 2 auf jeden Fall. Ja, The Last of Us Part 2, so viel Zeit muss bei diesem Spiel dann doch sein. Also ganz ehrlich, ich bin so hype auf das Spiel, das ist unglaublich, also. Okay, weiter, nicht zu sehr fanboyen. Dann The Walking Dead Staffel 4, die finale Staffel, soll auch 2018 zumindest die erste Episode von Telltale erscheinen. Bin ich gespannt, wann das rauskommt. Noch sind nicht wirklich viele Infos dazu da, aber das werde ich natürlich auch spielen, wie auch schon alle bisherigen The Walking Dead Teile. Dann ein neues From Software Spiel, was im Dezember angeteasert wurde, wenn man das überhaupt anteasern nennen kann. Ein 10-sekündiger Clip, der eigentlich nichts verrät, aber das ist halt From Software, und zwar Shadows Die Twice. Ich weiß nicht, ob es ein Souls-like-Spiel wird oder ein anderes Art von Spiel, aber ganz ehrlich, seit From Software die Souls-Teile gespielt hat, habe ich mir gesagt, was auch immer die Typen von From Software rausbringen, das spiele ich, weil ganz ehrlich, das wird auf jeden Fall cool. Dann weiter, Allison Road. Ich habe leider nie PT spielen können, ich habe es nur als Let's Play geschaut.
Und da ich nie PT spielen konnte und mir das Let's Play aber sehr gut gefallen hat, habe ich mir gedacht, Allison Road, wenn das mal rauskommt, dann werde ich das auf jeden Fall spielen, weil es soll ähnlich wie die PT, also Playable Teaser von Silent Hill sein. Und ich bin da sehr gespannt, wann das rauskommt und ich freue mich schon, es zu spielen. Und wo wir gerade bei Souls-like schon waren, Lords of the Fallen 2. Ich weiß, Lords of the Fallen hat vielleicht euch nicht so gut gefallen. Mir hat es auch nur so meh gefallen. Es war so Dark Souls 2-mäßig so nicht so gut, aber man kann es schon spielen, weil es ein Souls-like-Spiel ist, was nicht ganz scheiße ist, wie zum Beispiel, und sorry, falls ich euch da ein gutes Spiel mit kaputt mache, wie zum Beispiel das Surge, was ich angespielt habe und grauenhaft war. Aber ja, bin gespannt, wann das rauskommt, Lords of the Fallen 2. Vielleicht können wir es direkt an Nioh ranhängen. Schauen wir mal. Ja, und dann noch ein letztes Spiel, was ich in letzter Zeit gesehen habe, was gar nicht auf meinem Schirm war, aber nach dem Konzept fand ich es richtig cool. Und zwar Detroit Become Human, wie Heavy Rain und auch Beyond Two Souls, ein David Cage Spiel mit einer sehr interessanten Prämisse. Und vielleicht gibt mir das endlich mal die Excuse, die, ja, ihr wisst, was ich meine, die Möglichkeit, Heavy Rain zu Let's Playen, obwohl ich es eigentlich schon kenne und gerade der eine Twist in Heavy Rain eigentlich das Spiel ausmacht, werde ich es vielleicht doch irgendwann mal vor Detroit Become Human spielen, je nachdem wann es rauskommt. Auf jeden Fall, da bin ich auch sehr gespannt darauf. Ja. Und ich bin auch gespannt, weil im Februar 2018 die Demon's Souls Server runtergefahren werden, ob es da nicht eventuell ein Demon's Souls Remaster gibt oder sowas in die Richtung. Falls ja, könnt ihr da auf jeden Fall damit rechnen, weil ganz ehrlich, Shadow of the Colossus Remaster, nee, aber Demon's Souls Remaster auf jeden Fall. Ja, und ein letztes Spiel, was ich noch spielen werde, weiß ich wie gesagt nicht, ob ich das überhaupt auf YouTube Let's Playen werde oder vielleicht nur mal im Stream spielen werde, ist Sim Airport, also die Flughafensimulation. Ganz einfach, weil ich habe damals so die, als es gerade rauskam oder in der Beta war, auf jeden Fall vor circa einem Jahr in etwa, habe ich es mal gespielt ein bisschen, fand ich cool, gab es jetzt viele Updates, es ist, ich glaube es war die Beta, es ist nämlich jetzt irgendwann in letzter Zeit rausgekommen. Da werde ich auf jeden Fall Sim Airport spielen und das Video ist doch ein bisschen länger geworden, als ich gedacht habe. Das sind auf jeden Fall so die Spiele, die größeren Spiele, die ich so im Auge habe, die ich hoffentlich alle 2018 spielen werden kann. Abschließend bleibt mir nur zu sagen, 2017 war auch spielemäßig ein relativ cooles Jahr, gerade mit Life is Strange, Before the Storm jetzt noch am Ende und auch The Evil Within, die ganze Uncharted-Reihe, all das sind Sachen, die mir jetzt wahrscheinlich auch noch die nächsten Jahre vielleicht im Gedächtnis bleiben werden, ganz ehrlich, weil das war einfach richtig cool, kann man nicht anders sagen. Außerdem 2017 war auch für mich privat ein bisschen ein besonderes Jahr, kommt auf jeden Fall in die Top 3 meiner bislang erlebten Lebensjahre und davon gibt es inzwischen schon 21, also da in die Top 3 zu kommen. War ein cooles Jahr für mich, hoffentlich auch für euch und hoffen wir einfach mal zusammen, dass 2018 nochmal ein bisschen geiler wird. Und dass auch die Spiele und gerade so Sachen wie Ni no Kuni und auch Nioh, was ich Let's Playen werde, dass das alles cool wird. Bei Nioh wisst ihr es vielleicht schon, wenn ihr es gesehen habt. Und ich freue mich natürlich, wenn ihr dann ab morgen wieder zu neuen Let's Plays einschaltet. Und wir sehen uns und hören uns dann erst nächstes Jahr wieder, 2018. Und bis dahin sage ich, das war ein geiles 2017, 2018, bring it on, wir sehen uns 2018 wieder, bis dahin einen guten Rutsch, eine gute Silvesternacht, lasst euch nicht zu sehr volllaufen und wir sehen uns 2018 wieder und bis dahin sage ich, tschüss Leute.